Seit vielen Jahren bereits gilt der Musikverein Turnow als Vorzeigeorchester in der gesamten Steiermark. Nicht nur konzertant, sondern insbesondere in marschierenden Formationen machen die Musikerinnen und Musiker aus Turnow von sich reden. Am 11. Juni 2022 wird der Blasmusikverband in Salzburg auftreten. Wir sind sehr stolz auf unseren Musikverein Turnow, sagt der Bürgermeister und Abgeordnete zum Steiermärkischen Landtag, Stefan Hofer. Der Stolz ist riesengroß, weil der Musikverein Turnow ist schon seit vielen Jahren ein besonderes Aushängeschild unserer Gemeinde. Ich möchte sagen, der gesamten Region ist ein wichtiger Werbeträger, spielt hervorragende Konzerte Jahr für Jahr und ist vor allem, was seine Auftritte in marschierender Formation betrifft, weit über die Gemeindegrenzen hinaus bekannt. Und wie wichtig schätzen Sie das ein für die Jugend von Turnow? Wir sind in Turnow in der glücklichen Lage, sehr starke, engagierte Vereine und Organisationen zu haben, die sehr professionell arbeiten und auch eine fundierte Jugendarbeit betreiben. Der Musikverein Turnow ist einer dieser Vereine. Und da sind wir froh, dass unsere Jugend hier wirklich einer sinnvollen Freizeitbeschäftigung nachgehen kann. Und da sind auch unsere Eltern in Turnow sehr glücklich darüber. Ihr habt eine besondere Aufgabe vor euch. 70 Jahre Blasmusik in Bischofshofen. Was können wir uns darunter vorstellen? Was passiert da? Ja, 70 Jahre Blasmusik bedeutet, dass wir als Vertreter der Steiermark nach Bischofshofen fahren. Und dort wird es von den 9 Bundesländern jeweils eine Kapelle geben, die in marschierender Form oder als Standkonzert auftreten wird. Und dazu kommt noch die Stadtkapelle Meran und aus Liechtenstein auch eine Kapelle. Unter dem Motto Musik in Bewegung, was darf ich mir da vorstellen? Musik in Bewegung bedeutet für uns einfach Showprogramm in mehreren Blöcken. Also es wird einen traditionellen Marschblock geben, einen modernen Block und auch einen Block mit Wiener Musik. Und dazu wird getanzt und marschiert. Ihr probt schon längere Zeit. Wie stark nehmen euch die Probenarbeit für das Marschieren, für die Formationen, die ihr vorhabt, in Anspruch? Nachdem wir das jetzt ja schon fast 15 Jahre sehr professionell betreiben, ist es so, dass wir mit 5 bis 10 Proben wieder auf dem Laufenden sind und es kommen immer wieder neue Blöcke dazu. Also der Aufwand ist jetzt für eine einzelne Veranstaltung nicht so groß, wie man das vielleicht glaubt. Was uns natürlich auch interessiert, wie viele Mitglieder hat der Musikverein Turnow und wie viele Mitglieder der Blasmusik marschieren da mit? Ja, es ist so, wir sind circa 50 Musikerinnen und Musiker, haben aber auch von anderen Vereinen einzelne Musiker dabei, damit wir auch die Besetzungserfordernisse erfüllen und natürlich auch ein paar Jungmusiker, die das erste Mal hier mitmarschieren werden. Dann bleibt uns nur mehr eines zu sagen, viel Spaß, viel Glück und alles Gute für Bischofshofen im Juni. Wir freuen uns und wir freuen uns vor allem, dass wir die Steiermark dort würdig vertreten dürfen. Im Euromarkt gab es am Samstag, dem 4. Juni von 10 bis 16 Uhr die Möglichkeit, Kitas Auto aus der berühmten Serie der 80er Jahre, Knight Rider, jetzt real zu erleben. Herr Böttl, heute hier in Kapfenberg, Euromarkt, den Kit. Was ist das Besondere am Kit und wieso sind Sie auf Tour? Das Besondere am Kit ist das Flair, ist der Kultstatus, ist einfach jeder von uns hat den als Kind gesehen und da mal dann drin sitzen in diesem Wunderauto, das macht Chance und den Kit einmal live erleben. Und darum bin ich an Tour, ich war selber als 8-jähriger Bub im Kit drinnen und jetzt habe ich umso mehr Freude, wenn die heutigen Leute genau die gleiche Freude haben wie damals. Wer ist denn Kit eigentlich gefahren in den TV-Sendungen? Ja, der Michael Knight alias David Hasselhoff, der ist ihm gefahren. Wie der dauert, weiß ich nicht, der war fast 2 Meter und ich habe schon wenig Platz drinnen, aber der ist sehr gut gefahren. Sie haben den Kit ja selbst gebaut. Was war die Motivation, den Kit zu bauen? Die Motivation, ich wollte seit jeher schon einen Kit haben, nur wenn man jung ist, fehlt einem das Geld und wenn man alt ist, hat man andere Prioritäten. Das Haus ist fertig, ein bisschen Geld war noch über und das Glücksgefühl an einer Kit-Tochter war noch immer da und dann haben wir gedacht, weißt du was, Corona war, Zeit haben wir, eingespielt sind wir, bauen wir einen Kit in der Garage. Wie lange haben Sie gebaut und gibt es für das Auto eine Straßenzulassung? Ich kann mich noch gut erinnern, wie der David Hasselhoff mit dem Auto durch die Kurven gerast ist. Meistens der Kit selbstständig gefahren. Geht das bei diesem Auto auch? Also ich habe ca. 3 Jahre, bin jetzt am Bauen, ganz fertig ist man nie bei dem Auto. Ist halt ein Hobby.
Selbstständig fahren kann er leider nicht, aber in der Serie, ich sage einmal, es war der Tesla der 80er Jahre, die Autos fahren heute selber, der schafft es leider nicht. Der braucht noch einen Fahrer dazu, aber dann fährt er sich sehr gut. Nur selten trifft die Formulierung Geschmacksexplosionen besser zu als auf das Trinken von Bubble Tea. Bei La Mariana gab es die Möglichkeit, dieses Produkt selber zu verkosten. Sollten auch Sie eine Aktivität oder Veranstaltung haben, gibt es die Möglichkeit, La Mariana zu buchen. La Marianas Bubble Tea. Was ist der Bubble Tea von der Mariana? Bubble Tea ist ein Spezialgetränk. Da geht es um die Kugeln, was drinnen sind. Es gibt Kugeln, was einen Fruchtsaft drinnen haben und zerplatzen auf die Zunge. Dann gibt es noch Jelly und so und gibt es mit Frucht, also mit Frucht oder mit Milch. Das ist nach Geschmack. Mariana, Bubble-Waffel. Aus was besteht die Bubble-Waffel? Bubble-Waffel ist ein Teig und mit Nutella, Schlagobers, auf Wunsch mit Eis, Schokosauce. Mariana, wann hast du geöffnet, damit die Leute auch wissen, wann sie das bei dir kaufen können? Hier bei Euromarkt ist ab 10 Uhr. Noch heute, dann nächste Woche von Dienstag bis Samstag. Und sonst in Kinberg ab 11 Uhr. Danke und viel Spaß. Dankeschön. Tschüss. Bis dann. Ich rede mit die Mami. Vom Autohaus Fürsthaler aus Oberaich gab es den neuen elektrischen MG5 und den Volvo XC40 zu besichtigen. Auch für die kleineren Kinder wurde ein Spieleparcours errichtet. Dieses Jahr erleben Sie Österreichs erfolgreichste Mundartband mit allen großen Hits live beim ersten Brunnalm Open Air am Samstag, 18. Juni auf der Brunnalm Hohe Feitsch St. Barbara. Karten gibt es in allen Reiker-Filialen bei Trafik Plus und allen Ö-Ticket-Vorverkaufsstellen. Infos im Internet unter www.media-com.at. Da ist richtig was los. Ein Fest für die ganze Familie. Tag der Modelle, Nacht der Ballone, Kunstflug, Modell Air Race, Live-Musik, Red Bull, Proto Wings und vieles mehr wird zu sehen sein. Ein Feuerwerk der spektakulären Ereignisse. Am Samstag, den 25. Juni 2022 im Murinselstadion Brok an der Mur. Beginn ist 17 Uhr, Eintritt ist frei.